Um eine Vision für die Bildungsbeteiligten in der Berliner Gesellschaft zu entwickeln, steht für mich die Selbstbestimmung und die Potenzialentfaltung des Einzelnen im Mittelpunkt. Die aktuellen Strukturen in der Berliner Bildungslandschaft haben zur Folge, dass zu viele Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben, ohne Abschluss oder Ausbildung. Der Zugang zu Bildung für SchülerInnen nicht deutscher Herkunftssprache ist reduziert. Inklusion wird noch unzureichend umgesetzt. Wir haben zu wenige BewerberInnen für die duale Ausbildung. Wir haben zu viele Ausbildungs-, Schul- und Studienabbrüche. Wir beobachten eine hohe Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen und viele Burnouts bei LehrerInnen und bei Schulleitungen. Wir erleben Konkurrenz um Ressourcen zwischen den Schularten. Wir erleiden einen LehrerInnenmangel, der in den nächsten Jahren noch ansteigen wird. Die Lernmethoden orientieren sich noch an den Erfordernissen der Industriegesellschaft, lernen im Gleichtakt. Wir brauchen aber Methoden, die sich an den Erfordernissen der Kreativgesellschaft von morgen orientieren, in der Vielfalt und Kollaboration auch über digitale Medien im Vordergrund stehen. Meine Vision der Bildungslandschaft in Berlin ist folgende. Wir haben den Weg von der Industriegesellschaft zur Kreativgesellschaft geschafft. SchülerInnen sind orientiert, kennen ihre Stärken und finden den Weg in ihre berufliche Zukunft leicht. SchülerInnen lernen selbst organisiert und selbstbestimmt. Der Unterricht orientiert sich an den Anforderungen der Zukunft. Das heißt, Rahmenlehrpläne sind fächerverbindend und projektorientiert gestaltet. Überfachliche Kompetenzen sind eingebaut. Jede Schülerin wird dort abgeholt, wo er sie steht und erhält die Förderung, die er sie benötigt. Die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen wird verstärkt, um Ausbildungsreife zu erreichen. Ersteres vor allem bei bildungsfernen Jugendlichen, letzteres auch bei bildungsnahen. Berlin hat eine pädagogische Hochschule, die auf eine pädagogisch-didaktische Ausbildung und nicht auf reine Fachwissenschaft fokussiert. Die LehrerInnenausbildung in der ersten und in der zweiten Phase ist reformiert und auf die Erfordernisse einer modernen und inklusiven Pädagogik ausgerichtet. Es gibt einen Studiengang für Schulentwicklung bzw. Schulleitung in Berlin. Es gibt mehr Studienplätze für Inklusion. Die LehrerInnenausbildung für Grundschule und Sek 1 wird zusammengefasst, anstatt Sek 1 und Sek 2, um den Mangel an GrundschullehrerInnen zu beseitigen. Oberstufenzentren bieten eine Vielfalt an Bildungsgängen an, die eine horizontale und vertikale Durchlässigkeit der Bildungswege gewährleisten. Dem Akademisierungswunsch vieler SchülerInnen wird mit einer Vielfalt an akademischen Bildungsgängen begegnet, die in Kooperation mit den vielen Berliner Fachhochschulen und Hochschulen stehen. Es sind berufsfeldbezogene und nicht berufsfeldbezogene akademische Abschlüsse möglich. Es gibt also keine künstliche Trennung von allgemeiner und beruflicher akademischer Bildung. Oberstufenzentren bieten das Abitur in 2 bis 3 beruflichen sowie der allgemeinbildenden Stundentafel an, sodass eine breitere Orientierung der SchülerInnen im Hinblick auf die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten der Berliner Hochschullandschaft ermöglicht wird. Die duale und die vollzeitschulische Ausbildung sind verzahnt, sodass Übergänge jederzeit möglich sind. Es werden mehr BildungsbegleiterInnen für die Ausbildungsbegleitung zur Verfügung gestellt, um die Potenziale von benachteiligten Jugendlichen besser zu nutzen. Um eine horizontale und vertikale Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu gewährleisten, wird Zusatzunterricht in modularer Form angeboten und gewünschte Abschlüsse wie MSA, Fachhochschulreife und allgemeine Hochschulreife sowohl parallel zur Ausbildung als auch additiv zur vollzeitschulischen und auch zur dualen Ausbildung zu ermöglichen.